Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Dafür, dass die neue Zone High Isle gar nicht so groß ist, gibt es hier jede Menge Schatzkarten. 6 an der Zahl plus die 3, die man ja durch den Vorabkauf schon bekommen konnte, macht satte 9 Schatzkarten. Die vierte von den normalen Schatzkarten, die möchte ich euch heute zeigen, beziehungsweise die Karte auch, aber eigentlich mehr den Fundort, weil das ist ja das Interessante. Und wir schauen uns die Schatzkarte einmal an. Mit Doppelklick, denn da bekommen wir immer einen Hinweis. Also, wir sehen ein Schiffswrack und wir sehen das Kreuz, naja, eigentlich vor der Tür, aber wer verbuddelt etwas vor einem Schiff? Also wird der Schatz ziemlich sicher in diesem Schiffswrack zu finden sein. Aber wo genau? Schiffswracks, okay, an der Küste. Nur an einer Insel hat man verdammt viel Küste. Das heißt, wir müssen uns das ein bisschen genauer anschauen. Und zwar befinden wir uns hier oben quasi an dieser Weggabelung. Also so richtig am Wasser ist es gar nicht. Vielleicht ist das Wasser ein bisschen zurückgegangen, wie auch immer. Auf alle Fälle liegen die Wracks hier so ein bisschen kreuz und quer rum. Wurden vielleicht durch den Fluss ein bisschen angespült. So, und dieses Wrack vor uns ist genau das, was wir haben wollen. Das heißt also, wir sollen ja einmal an dem Wrack links vorbei. Das machen wir jetzt einmal. Und hier haben wir eine Tür. Hier gehen wir rein. Und wie erwartet, hier ist unser Schatz. Okay, erstmal nur der Haufen mit Erde oder was auch immer. Aber wenn wir gleich die Schaufel zücken, so rum ist es unser Schatz. Ich werde das jetzt nicht mit euch zusammen machen, denn es ist sowieso immer irgendwas anderes drin in dem Schatz. Aber ich drücke euch auf alle Fälle ganz fest die Daumen, dass was Tolles drin ist. Und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und sagt damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.